Wir haben eine Immobilienwirtschaft, die in guten Lagen brummt, die seit Jahren brummt, wo auch kein Ende abzusehen ist im Moment. Aber irgendwann kommt bei jeder Party das Ende. Da gibt es eben sehr viele Faktoren, die in den nächsten Jahren noch kommen können. Das eine oder andere wird auch einschlagen. Wir haben Trump, wir haben Brexit hier in Europa vor der Haustür oder praktisch noch in unserem Familienkreis. Da wird es auch noch was anderes geben, ja? Irgendwelche militärischen Konflikte, vielleicht sogar in Osteuropa, die Chinesen, die weiter expandieren. Und da muss man einfach rechtzeitig sich immer wieder Gedanken machen, okay, momentan alles gut und auf Sicht ganz gut, aber was passiert denn mal, wenn es mal wieder anders ist? Und entsprechend brauchen wir auch keine Geldpolitik, die die Märkte kaputt macht. Die Notenbank löst ja die Probleme nicht mehr, die Notenbank wird mittlerweile zum Problem.